früher natürlich gar nicht. Das ist alles hier hochmodern. Also Lippstadt hat sich da wirklich extrem gemacht, muss man sagen. Ja, wir haben deinen Vater und Karl-Heinz Rummenigge auch gerade noch mal im Gespräch gesehen. Man muss ich sagen, ich hoffe, dass die Premiere von Carlo Ancelotti ein etwas besseres Omen ist als die Premiere von Jürgen. Ja, danke ihr zwei. Ich schaue gerade runter, da sind viele mit roten Hosen. Die sind nämlich alle aus Lippstadt und da haben wir Carlo Ancelotti, den Genussmenschen, und wir schauen auf seine erste Aufstellung hier in Ostwestfalen und wir sehen mit Freude, dass sehr viele Weltstars dabei sind. Wann haben wir schon mal so viele Stars gesehen zu diesem Zeitpunkt in der Saison? Da spielen also Ribéry und Robben, Alonso und Lahm, Martinez ist dabei, Bernat, Rafinha im Tor, Sven Ulreich, schauen Sie sich das mal an. Hundertprozentig kann ich Ihnen nicht sagen, dass das taktisch richtig ist, aber da schauen wir uns nochmals an. Und es gibt natürlich auch hier zutiefst die Gedenken der Opfer und die Gedanken bei ihren Familien und Freunden. Wir bitten um eine Minute des stillen Gedenkens. Ja, Carlo Ancelotti also bei seinem ersten Einsatz hier in Deutschland, ausgerechnet in Lippstadt. Und da haben Sie links, sehen Sie Hermann Gerland, der ja schon 30 Jahre alt. Und da haben wir ihn, 57 ist Carlo Ancelotti, Vertrag bis 2019. Meine Güte, was wurde... Bankkaufmann, Schatzmeister und Präsidiumsmitglied. Nein, nicht er, Carlo Ancelotti, sondern der gerade geschossen hat, Björn Draufetter. Zu seiner sensationellen Zeit, damals mit Schweinsteiger, Champions-League-Sieg, Robben in die Arme und dann doch noch das Tor durch Julian Green. Torwartfehler, muss man ganz ehrlich sagen, von Arne Kampe. Leichtes Klatschen bei Ancelotti. Ich von Alonso, ein Weitschuss, weil der Torhüter so weit vom Tor stand, da geht die Zunge raus. Bei Xabi Alonso, dem 34-jährigen Spanier, 114 Mal hat er in der Nationalmannschaft gespielt, 112 Champions-League-Spiele. Das kann man mal versuchen in so einem Freundschaftsspiel. Und Carlo Ancelotti schaut sich das alles genüsslich an. Juni 1959 geboren wurde in Norditalien in der Emilia-Romagna auf einem Bauernhof. Vater war Milch- und Käsebauer. Wahrscheinlich schmeckt es ihm deswegen so gut, das Essen. Ja, er liebt das Essen, er liebt den Wein. Das ist mal klar, dass der Italiener nicht so extrovertiert wie der Katalane da agieren wird an der Außenlinie. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat es ja auch immer gefallen, Pep Guardiola, diese Armbewegungen, diese Handzeichen, diese fuchtelnden Arme und hier mit dem Einsatz, Green, naja. Also jetzt die Viererkette mit Bernat, Martinez, Götze und Lahm. Was ist da? Adduktoren? Nee, nicht schon wieder irgend sowas. Die ersten Sorgenfalten bei Ancelotti. Wechsel, Robben raus. Ja, au backe, das schaut durchaus nach einer Zerrung aus. Ich hoffe, nichts wirklich Schlimmes. Leichter Faserriss, vielleicht Adduktorenprobleme wieder bei Arjen Robben. Das war auch in der letzten Saison so. Ganz schlimm, deswegen auch nur diese 15 Spiele und er ist angesäuert. Enttäuscht. Geht das jetzt schon wieder so weiter beim 32-jährigen Niederländer?
Ja, die ersten leichten Sorgen von Ancelotti, aber muss ich dann auch behaupten, im Mittelfeld. Ball gespielt, zeigt Schiedsrichter Exner. Kein Foul. Denke mal, das war richtig, denn Alonso ist einfach draufgelaufen. Weil er sich den Ball zu weit vorgelegt hat. Gegen Marvin Josvik, dieses Top-Talent, das ich gerade angesprochen habe. Dass ich vielleicht mal irgendwie die Bayern anschauen wollen. Kommt aus der eigenen Jugend. Das war's hier nach 45 Minuten. Die ersten 45 Minuten des FC Bayern München. Hier die Bayern auf jeden Fall im Vorwärtsgang. Und sie können auch was gewinnen zu Hause. Viel Spaß dabei. Willkommen zurück in Lippstadt. Ja, das hätte sich der gute Carlo Ancelotti wahrscheinlich auch nicht gedacht. Tja, schauen wir mal, was da alles noch passiert. Wir drücken natürlich dem Niederländer die Daumen, dass da nicht schon wieder diese Adduktoren so schwer verletzt sind, wie auch in der letzten Saison, als er nur wenige Spiele bestreiten konnte. Carlo Ancelotti, ja, er hat natürlich auch mal den AC Milan trainiert und Sie kennen vielleicht noch den großen Paolo Maldini, den wunderbaren Abwehrspieler. Der hat über das Gericht Tortellini mit Mortadella viel Parmesan da drauf, dann Boah, das hat, glaube ich, richtig wehgetan. Und da ist das zweite Tor für die Lippstädter, wenn ich es richtig gesehen habe, von der Nummer 19 von Thomas Isherwood. 57. Minute. Gewaltig abgekriegt. Und dann war es ja richtig mit der Nummer 19, Thomas Isherwood, der das 2:4 schießt. Gibt es hier noch die große Aufholjagd für die Lippstädter? Natürlich gegen die dezimierten Münchner. Also dezimieren kommen auch ganz nette Aussprüche. Ibrahimovic zum Beispiel hat gesagt, du würdest töten für ihn. Also so lieb hat er ihn gehabt und so bewundert hat er ihn. Und Ronaldo, der wunderbare Cristiano Ronaldo, hat gesagt, er ist wie ein großer Bär, ein genialer Typ, Carlo Ancelotti. Also auch mit den großen Stars konnte er gut umgehen. Wichtig für Ancelotti ist der Teamgeist, der Mannschaftsgeist. Die Spieler müssen sich tun. Und da war Carlo Ancelotti also in dem Film kurz zu sehen, keine Haut wie Don Camillo. Da war er dabei, ja. Sensationell. Und am 21. Juli kommt ein Film ins Kino, Star Trek Beyond. Bei den Münchnern kommt jetzt Adrian Fein. Pünktlich und exakt, das waren die ersten 90 Minuten mit Carlo Ancelotti und mit Stefan Fröhlich, dem Trainer der Lippstädter. Na, das freut den 30-jährigen Fröhlich natürlich auch. Nochmal ein schönes Foto gemacht fürs Familienalbum. Dieter Nickles hier bei Carlo Ancelotti.